Du klingst ziemlich hart. Warum? Ja, genau, machen wir mal. Du klingst ziemlich hart. Ich bin so hart, dass ich den Klabautermann auf der Seemannsschule Kiel holen ließ. Wie hart bist du nochmal? Ich bin so hart, dass ich es überleben könnte, eine halbe Stunde mit einer neunschwänzigen Katze ausgepeitscht zu werden. Oder mit drei fünfschwänzigen Katzen 18 Minuten lang. Ja. Brainfuck. Wie hart bist du nochmal? Ich bin so hart, dass... ich Milch direkt aus dem Karton trinke. Oh. Dam, dam, dam. Das mache ich aber auch immer. Ich bin so hart, dass ich ein Formular mit 7 Durchschlägen auf einmal ausfüllen kann. Das ist wirklich ganz schön hart. Bist du nicht auf dem Amt gewesen? Ja, als ehemaliger Nettigkeitsminister. Ja, genau. Ja. Ist das eine echte Augenklappe? Ei, klar ist die echt. Warum trägst du dann ein Monokel darunter? Sie hält mir den Staub aus der Augenhöhle fern. Hey, warte mal. Du bist kein Pirat. Wally, erkennst du mich nicht? Ich bin Guybrush Threepwood. Oh, sowas. Hallo, Mr. Wood. Ach doch. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, waren wir Gefangene in LeChucks Labyrinth. Warum heuert jemand wie du auf einem Schiff der lebenden Toten an? Nun, Mr. Brush, zuerst hatte ich meine Zweifel. Aber dank der Seminare und Motivationsvorträge von LeChuck und der Papageien-Audiobücher bin ich ein bösartiger Pirat geworden. Sie können das auch. Fragen Sie mich wie. Wollen wir das machen? Wollen wir denn keine Piraten werden? Naja, gut, okay. Frag ihn nach den Audiobüchern. Nein, ich frage es mal nach den Seminaren. Erzähl mir von diesen Seminaren. Erzähl mir von diesen Seminaren. Die Seminare haben mir einiges klar gemacht. Sie ahnen ja nicht, wie erhebend es ist, in der Lage zu sein, sich selbst zu sagen, ja, ich bin ein verachtenswerter, dreckiger, schurkiger Pirat, der Schande und Tadel verdient. Aber genau das ist es, was ich sein will. Alle waren sehr hilfreich. Wir hatten dieses große Gefühl der Synergie. Dann trat LeChuck die Tür ein und sagte, ihr fauler Abschaum, zurück an die Arbeit oder ich verprügel euch mit euren eigenen Beinen. Boah, das will ich sehen. Ja, das habe ich mir auch schon oft vorgestellt. Fragen wir mal nach den Motivationsvorträgen. Erzähl mir von diesen Motivationsvorträgen. Nun, es waren keine Seminare im eigentlichen Sinne. Es war eher, was LeChuck als das Verdreschen des inneren Schweinehundes bezeichnete. Ja, den müsste ich auch immer mal verdreschen. Vor allen Dingen, wenn ich ins Fitnessstudio muss. Was ich nicht tue. Erzähl mir von diesen Audiobüchern. Die Papageien-Audiobücher sind der Schlüssel zur Piraterie. Du erhältst einen Satz von 12 Papageien. Einen pro Monat. Gib so viele zurück, wie du willst. Behalte sie alle und werde glücklich. Sie lehren dich, wie ein Pirat zu sprechen. Alle Schlüsselsätze sind darin enthalten. Streck den Mann nieder. Ich brech dir die Knochen. Lora will einen Cracker. All die Phrasen, die ein Pirat braucht, um auf hoher See respektiert zu werden. Fragen wir mal nach Literatur. Hast du irgendwelche Literatur da, die ich mir ansehen kann? Hier. Dieser Handzettel erklärt die Grundphilosophie, der ich folge. Wie piratenhaft. Frag mal, was hinter dieser Tür ist. Das würde mich mal interessieren. Was ist hinter dieser Tür? Hinter dieser Tür verbergen sich LeChucks Schätze. Wusste ich. Dort gibt es Haufen und Stapel von Gold und Silber. Er hat seine gesamte Beute zusammengebracht, um sie Elaine zu geben. LeChuck ist davon überzeugt, dass er Elaines Liebe kaufen kann. Warum auch immer man durch die Schatzkammer gehen muss, um in diesen Raum zu gelangen. Ja. Die Pläne. Wie sehen LeChucks Pläne aus? Er arbeitet an einer geheimen Waffe. Ich weiß es. Irgendeine unglaublich mächtige Kanonenkugel. Er will sie benutzen, um die Mauern der Festung niederzuschießen, sodass seine Mannschaft die Insel einnehmen kann. War das auch deine Aussage? Aufwachen, Wally! Aufwachen, Wally! Aufwachen, immer Wally! Noch Blutnase, du gemeiner Seehund! Ha 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 ha!
Wir machen es nochmal. Aufwachen, Wally. Das Einzige, was hier brechen wird, ist dein Hals. Es hat keiner was von Brechen gesagt. Lass mich frei, Wally. Ich kann nicht, Mr. Brush. Ich bin jetzt der böse Pirat Blutnase. Und außerdem, selbst wenn du an Deck kommst, würde LeChuck dich in Streifen schneiden. Schön gleichmäßig, aber. Einzelne Pinselstriche nach oben oder unten. Niemals zusammen. Das könnten wir eigentlich auch mal spielen, oder? Später. Du bist als Pirat ein Versager. Halt die Klappe, du gelbbäuchiger Schmeißfisch. Noch ein Piep und ich buchte dich ein. Piep. Du anstößiger Mistkerl. Noch ein Wort und ich zeige es dir. Na, wer arät's? Wort. Das reicht. Ich werde dich zerfetzen. Ich werde. Oh, ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Oh. Musik geändert. Sie haben recht, Mr. Wood. Ich bin einfach kein Pirat. Ich bin nicht grausam oder blutrünstig oder hasserfüllt oder sonst was. Ich bin nicht einmal unfreundlich. Oh. Ach, ist ja schon gut. Ja, also allen, der Wally übrigens nicht sagt, der ist aus dem zweiten Teil, Wally B. Feet, glaube ich, oder so, gell? Hieß er. Der Kartenzeichner aus dem zweiten Teil. Der hatte jetzt beim Piraten der Chuck angeheuert und so. Alle, für die es nicht gespielt haben. Jetzt wissen wir, wie man Piraten behandelt. Hier lernt man das fürs Leben. Oh, ja, mein Plastikhaken. Es ist Wallys falscher Piratenhaken. Einstecken. Ich habe eine Menge geklaut und zwei Explosionen verursacht. Wir könnten ihn doch mal drücken. Ich will den kleinen Kerl nicht aus den Socken hauen. Gib eine Handgranate. Schauen wir mal raus. Kommt sogar die kleine Schwester an. Hinknädes! Genau. Was jetzt keiner versteht. Ich kann mich nicht an der Kanone vorbeizwängen. Ja, also theoretisch könnten wir jetzt hier rausgucken. Nee, kann er natürlich überhaupt nicht. Es kommt ein merkwürdiges Leuchten aus diesem Bullauge. Ich komme nicht dran. Mal reinschreien. Kann mich irgendjemand da unten hören? Vermutlich nicht. Und selbst dann wäre es nicht gut. Und selbst oben auf dem Schiff kriegt kein Mensch mit, wie Guybrush rausguckt und rumquasselt. Es ist ein erleuchtetes Bullauge. Ja, stimmt. Stimmt. So, hier können wir noch nicht viel mehr machen. Wir gehen mal wieder rein. Wir bedienen mal die Kanone anstatt Wally. Jemand muss ihn ja mal ablösen. So, jetzt kann man hier direkt die Direktsteuerung der Kanone übernehmen. Das ist auch total neu gewesen für manche einen damals. Zweifellos eine der besten Stellen. Hoppla! Stimmt. Hier kann man natürlich die Festung einschießen. Das war ich hier. Entschuldigung. Und tatsächlich gibt es auch Einschusslöcher. Man kann auch den Turm erwischen, ich glaube so. Ja. Da hinten den glaube ich auch. Oder erwischt man den hinten? Doch, ich glaube ja. Ich muss glaube ich noch ein bisschen weiter runterziehen und dann. Nee. Ja, fast. Noch ein Stück. Den konnte man doch auch immer noch erwischen. Nee, konnte man nicht. Ich glaube nur den rechts konnte man noch. Stimmt. Der Punkt ist nicht gerade sehr wertvoll, ist ja gerade kaputt. Ja, das stimmt allerdings. Wie ging denn das nochmal? Kann den doch erwischen. Genau, so geht's. So, man kann auch lustigerweise in den Wald schießen. Nee, warte. So. Ja, nee. So. Nein, auch nicht. Hä? Das kommt doch auch irgendwie. Ja, genau, und dann war er weg. Ist egal, macht, bringt das persönlich. Wir müssen ja eigentlich hier die Boote abschießen, damit LeChucks Männer, die irgendwie nur auf dem Wasser umher treiben und überhaupt nicht hinrudern, zu erledigen. Nein! Hey, das war ganz schön knapp, Kumpel! Oh. Schießt!
Auf welcher Seite stehst du? Auf welcher Seite stehst du? Genau. Hey, ich werde langsam ziemlich gut darin. Fies, die ganzen Knochen und all das Zeugs treiben auf das Schiff zu. Na, schauen wir doch mal, was wir da finden. Nun, diesmal haben sie sich mit dem falschen Totenkopf angelegt. Da ist er. Wenn ich erst einmal den Kanonier in die Finger bekomme. Wenn ich erst mal meine Finger in die Finger bekäme. Da drüben haben wir seinen Arm. Oder einen Arm. Dort schwimmt ein Skelettarm im Wasser. Nun ja. So weit komme ich nicht. Jetzt haben wir ihn unterbrochen. Zumindest habe ich etwas Gewicht verloren. Es ist ein schrecklicher Totenkopf. So, wir können jetzt mit einfach... Mit der Betonung auf schrecklich. Junge, es gibt hier draußen nicht viel zu tun, hey, ganz wenn man ohne ein körperloser Kopf ist. Genau. Hey, das ist mein Arm! Gib ihn zurück! Natürlich nicht. Wir klauen ja immer. Wir sind ja kleptomanisch veranlagt hier. Ich könnte mir die Zeit mit Pfeifen vertreiben, wenn ich Lippen hätte. Kann ich dich Platte nennen? Du darfst mich Murray nennen. Ich bin eine einflussreiche dämonische Macht. Ich bin der Vorbote deines Untergangs. Und die Mächte der Dunkelheit werden mir applaudieren, wenn ich durch die Tore der Hölle schreite und deinen aufgespießten Kopf bei mir habe. Schreite? Dann eben rolle. Durch die Tore der Hölle rolle. Musst du einem denn an allem den Spaß vermiesen? Das ist wirklich etwas pedantisch. Weißt du, mit einer Tropfkerze auf der Stirn würdest du großartig aussehen. Ich habe das Gefühl, dass du mich nicht sonderlich ernst nimmst. Doch, das tue ich wirklich. Wirklich? Dann will ich deine Schreie des Entsetzens hören. Was hast du immer hier genommen? Als Letzter, natürlich. Natürlich. Ich bin zu entsetzt, um etwas zu sagen. Sag ich immer, wenn ich in bedrohlichen Situationen bin. In genau dieser Stimmlage. Stimmt, habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Jetzt weiß ich, wo du das her hast. Natürlich wusste ich das davor. Warum lacht ihr Bösewichte immer so viel? Ich habe über nichts Spezielles gelacht. Irgendwo knabbert ein Fisch an meinem Fuß und das kitzelt. Du bist so furchteinflößend wie ein Türstopper. Ist es ein richtig böse aussehender Türstopper? Naja. Dieser Kommentar ist so wichtig, dass er sogar bei Wikipedia gelandet ist. Echt jetzt? In der Tat. Wie findest du solche Sachen? Gibst du sowas ein? Hatte der Vater deiner Mutter auch eine Glatze? Ich habe keine Glatze. Ich habe nur sehr hohe Geheimratsecken. Ja, die habe ich auch. Wusste ich als Kind nicht, was das bedeutet. Ja, ich glaube, wir alle nicht so richtig. Weil wir alle vom Dorf kamen und nichts wussten. Ich glaube, dieser Begriff wird auch langsam aus der Mode kommen. Ich meine, Geheimräte gibt es ja schon lange nicht mehr. Ja, hast schon recht. Nun ja, wenigstens brauchst du dir keine Gedanken zu machen, was du anziehst. Nun, das ist wohl richtig. Um Schmuck brauchst du dir wohl nicht mehr viele Gedanken zu machen. Das stimmt auch. Und Hüte stehen mir besonders gut. Na bitte. Wie kannst du ohne Augen sehen? Wie kannst du ohne Hirn herumlaufen? Alles Dinge, auf die niemand eine Antwort kennt. Ich gehe jetzt. Gut, nun lass mich allein. Ich muss noch eine Menge Intrigen und Bosheiten aushacken. Er wird die Weltherrschaft übernehmen. Das ist so unfair. Ja, also Murray ist auch ein wiederkehrender Charakter. Jetzt werden alle die Festung stürmen und ich hänge hier fest. Monkey Island 4 und 5, glaube ich, auch, gell? Kommt ja, auch vor. Ja, im fünften Teil kommt er tatsächlich auch vor. Ja. So, ich bin mal so nett und, ja. Was? Oh, wie gemein. So, er war nicht nett zu uns. So, was machen wir denn jetzt Schönes? Topf aufsetzen und mit der Kanone abfeuern. Ja, stimmt. Aber wir haben keinen Topf, verdammt. Oh, guck mal.
Wir haben noch die Broschüren. Piraterie nach Artus LeChuck. Kapitel 1. Wie man mehr als 15 Mann auf des Totenmanns Kiste bekommt. Abfälliges Grunzen.